Ein Freund, guten Tag, hallo. Ich grüße euch alle herzlich hier zur nächsten Folge zwischen Massilia und Galatien West gegen Cornelius Drake und Pimmel. Hallo. In der letzten Folge ist Cornelius etwas angepisst gewesen, beziehungsweise ist es immer noch, weil wir nehmen ja hintereinander auf. Seine Verbündeten haben ihn maßlos im Stich gelassen. Er ist total traurig, deswegen. Ja. Ich bin ein Arsch, ich wohne in Wunden rum. Naja. Und wie sieht's aus? Ich habe gerade Zypern den Krieg erklärt. Ah. Direkt? Ja. Okay. Und ihre erste Sollte Armee sich ist jetzt das tot. Sollte sich das nicht übelst negativ auf deine Sachen auswirken, War weil du sowieso schon Bündnis mit denen hattest? unverlässlich. Okay, du bist unverlässlich? Na gut. Die erste Armee ist tot. Egal, ich habe von denen Geld bekommen. Der Rest ist mir egal. Zweite Armee ist gleich auf dem Weg. Und Ziele wird gleich mir gehören. Das Gute ist, Pergamon und Rhodos sind mir beigetreten und Ägypten. Verstehe ich nicht. Ja. Eigentlich ist das doch von der Logik her, hätten die dagegen sein müssen, oder? Theoretisch gesehen. Naja. Über müsste ich jetzt eigentlich lieben. Nee, du bist neutral. Auch nicht schlecht. Ich dachte jetzt, dass sich Zypern liebt, aber du bist nur neutral. Ach, Zypern war, glaube ich, die Einzige, die mit dir im Krieg war, nicht wahr? Zypern sind die Einzigen, die mit dir noch im Krieg sind, oder? Nein, nein, ich handle mit denen. Ja, gleich nicht mehr. Also ich bin nur noch mit dir im Krieg und mit den Amneten. So. Ui. Die Amneten haben wieder den Fehler gemacht. Das ist eigentlich ganz interessant, dass man darauf warten kann, dass die ihre Siedlungen verlassen. Naja. Wenn du bereit bist, sag Mache Bescheid. ich. Ich Ich muss langweile mich wieder zu Tode. überlegen. Was musst du so großartig überlegen? Ja, was ich Wen als du jetzt als nächstes mache. nächstes angreifst? Wie ich jetzt am effizientesten vorgehe, um alle meine Feinde zu vernichten. Das sind momentan noch deine Freunde eigentlich, aber gut. Die haben mich verraten und ich musste sie leiden. Ich musste sie Ja. auch erziehen. Und wenn sie Ja, natürlich nicht also das wenn machen, du was alle ich will. abschlachtest, ist das eine schlechte Erziehung, weil es dann keiner mehr da ist, den du, bei dem das wirkt. Ja, warte mal, ich kann die mir später noch alle wiederholen. Aber egal. Jo. Ein Völker nämlich befreien und wiedererstellen. Das ist mein Ich Vorteil. weiß. Wollen wir mal die Runde beenden. Lol, wie unfair. Meine keltischen Krieger sind teurer als die Söldner davon. Im Also, Kauf oder in für die Unterhalt? KI, ne? Achso. Jetzt bin ich aber nur gerade am Überlegen zum Thema das, was du gerade gesagt hast. Ist das dann aber nicht so, dass die, ja, sag schnell, ich hab's gleich. Die Punkte, also die Beziehungspunkte, die vorher schon da waren, nicht dann auch wieder übernommen werden, also die Beziehung, die ich mit denen hatte. Nein, wenn ich die wieder befreie, dann haben sie nur mit mir gute Beziehung, mit dir gar nicht. Passiert da nichts? Okay. Ich habe dann nur den Vorteil, du nicht. Ja, gut. Dann hat mich nur derjenige, der sie befreit, dann noch. Hat dann quasi die volle Macht über das Potenzial von denen. Und, Super hat so viel Scheiße gebaut, also müsste jetzt erstmal wieder ein bisschen spüren.
Mir ist das eigentlich sowieso vollkommen egal. Von daher. Ah ja, ich profitiere jetzt davon. Ich kriege dann von Rhodos die Handelsgebäude, ich kriege von Ephesos, ich kriege von Pergamon. Vor allem Pergamon hat die geilsten Städte überhaupt in der Umgebung. Da kriege ich so viel Kohle raus. Ja. Hast aber auch erstmal deinen Krieg. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt natürlich extrem wirtschaftlich denken. Und wichtige Provinzen einnehmen. Heißt also, der Krieg gegen die Seleukiden wird ausgedehnt. Dann wird er noch gegen die Ägypter weitergeführt. Verbleibende Streitkräfte. Oh, das ist mir zwar zu wenig. Okay, Belagerungsangriff. Wollen wir mal eine Schlacht schlagen? Ich mache nochmal schnell speichern. Jo. Was, die machst du nicht automatisch? Ich habe da nur noch 50% meiner Streitkräfte. Ah. Soll ich die KI mal spielen? Nee, ist eigentlich ein Vasall. Knack. Es ist so ein Problem davon. Ich kann keine Vasallen haben. Dafür kann ich dir jede Nation zum Feind aufhetzen. Ich verbinde mich da wieder mit, oder beziehungsweise mach wieder Hobby. Hey, Peace, Junge! Ich fand das so genial! Vor allem, weil du ja nicht wirklich, du bist ja nicht wirklich stark ausgeprägt mit deinen Armeen in der Region. Deswegen bist du eigentlich keine Gefahr für die. Nö, nö, aber die mögen mich. Die haben mich dann trotzdem hatten immer noch dieses grüne Gesicht als Smiley. Ist ja bescheuert. Die fanden mich trotzdem total klasse. Die wollten keinen Krieg mit mir. Jetzt werden sie sterben. Daran bist du schuld. Das ist mir furchtbar doch egal. Ich wollte einfach nur keinen Krieg mit denen. Und ich habe im Endeffekt das erreicht, was ich wollte. Also. Ja. Warum sollte ich mich jetzt schlecht fühlen? Ob du jetzt im Endeffekt einzeln gegen die kämpfst oder halt dass die zusammen mit mir dich angegriffen hätten, kann mir im Endeffekt total egal sein. Naja, ich werde jetzt einfach die alle gegeneinander ausspielen. Ja, das ist mir schon Dass sie sich bewusst. gegenseitig bekriegen. Obwohl Zypern, was heißt gegeneinander, ne? Naja, alle gehen jetzt gerade auf Zypern los. Ja, was heißt los? Ägypten ist am Arsch. Pergamon wird da eigentlich sowieso kein Nix hinschicken, genauso wenig wie Rhodos, weil das dauert ewig, bis die da sind. Von Die bleiben halt daher, Armeen in der Nähe. okay. Gut, ich gehe mal davon aus, du machst trotzdem keine Scheiße Nee, danke, in bitte den gib mir normalen jetzt keine Schlachten. Einheiten. Nicht in dem Zustand. Okay, dann gib mir die wieder. Bist du sauer immer noch? Ja. Was kann ich denn Ich dafür? möchte Ich hab da jetzt gar nicht. nicht dich unfairerweise damit beiziehen, ja? Also, da lassen wir das mal sein. Ich bin nachtragend, ja? Ich hab da gar nichts Böses gemacht. Naja, okay. So. Darüber sollte ich ja in die Mitte kommen und dann. Ah, hab ich was vergessen? Natürlich, mein General. Nice. So, dann rücken wir mal vor. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Feindliche Unterstützung? Ach so, sind Schiffe. Der hat aber noch mehr Unterstützung doch gehabt, oder nicht? Bin ich jetzt gerade Die Armee doof. war schon in der Stadt drin, wahrscheinlich. Okay. Oh, der hat auch Ach Ballisten. komm. Die stellt er jetzt auch schon auf. War ziemlich bescheuert. Oh Gott, der stellt ja die bescheuert auf. Oh Gott. Ja, was soll ich dazu sagen? Hast du nicht auch Ballisten gehabt? Nee, hast du nicht. Ich bin jetzt demnächst am Bauen. Boah, voll in die Hopliten rein und getroffen, ey. Das. Ja gut, da bin ich jetzt gerade ein bisschen weniger drauf am achten. Voll die Formation zerstört.
Er hatte voll die Formation zerstört. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten. Oh. Ja, da sind ein paar viele. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, der hat nur 6 Mann getötet. Das ist nichts. Normalerweise. Nein, das meinte ich gar nicht. Das meinte ich gar nicht. Dass da ein paar viele Soldaten sind, meinst du nicht, wa? Na, da oben. Ja, das ist wirklich eine Menge. Boah, was machst du mit deiner Kraft dort? Die soll da raus. Wir haben die Stammeskrieger. Eigentlich. Boah, ist das ein Gemetzel hier, ey. Ja, aber das solltest du locker gewinnen. Ja, das, darüber mach ich mir auch keine Sorgen. Ich habe besonders die überlegenere Infanterie und so weiter, also. Ja. Ihr könnt ruhig Feuer erstmal einstellen. Mittlerweile hast du ja schon richtig gute Einheiten, ey. Mal so schauen. Ja, also ich habe mittlerweile die Elite. Deine besten Einheiten halt. Oh, ich werde beschossen. Habe ich gar nicht gemerkt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Drückt euch durch. Ich wollte eigentlich noch gar nicht da drin haben, aber okay. Da kommt der Charge der auserwählten Schwerter. Wenn du mir sagst, wo? In deine Linie schon rein. Das war von, ist ja eigentlich egal. Hier drüben da. Das war sowieso frontal.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General! Massaker. Oh ja. Das ist ein Massaker. Eine einzige Einheit wird von hinten kommen, aber ich glaube, vielleicht fliegt die sogar schon vorher. Weil die gekillt, also bevor die dich erreichen könnte, es sogar sein, dass sie schon fliehen. Ach so, ja. Boah, das ist ein ganz schönes Gemetzel gewesen hier. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Sie war nicht zu unserem Gunsten irgendwann mal? Oh ja, er rechnet glaube ich erst ab 75% Siegeswahrscheinlichkeit, sagt er glaube ich diesen Satz erst. Vorhin. Und du kannst mal vorspulen. Eigentlich hast du das Ganze ja schon im Griff hier. Nee, ich mach das lieber noch mit Safety. Achso, na gut. Vorsicht, das ist verdammt scharf. Boah, der Airtrupp Schwertkämpfer hat ganz schön gelitten, ey. Ja, so ein, zwei Truppen haben ganz stark gelitten, aber das geht noch. Die Axtkrieger noch mehr, die sterben sogar. Der Axtkrieger verrecken sogar. Du meinst jetzt der Trupp, der in der Mitte da kämpft? Wie ein General. Ja, aber das wird sich noch legen. Ja. Ach, sie sind wirklich noch geflohen. Gerade wo die Verstärkung kommt. Die Herbaner sind auch noch geflohen. Ja. Was für Herbaner? Ich habe keinen Herbaner gehabt. Hier, da. Die meinte ich, jetzt haben sie sich versammelt so. Und jetzt werden sie gleich wieder fliehen. Bevor sie da sind. Ja, ja. Siehst du? Ja gut, wenn... Macht gewonnen. Yes. Ja, ich muss sie noch in der Mitte töten. Nö, fortfahren brauche ich eigentlich nicht. Nö, die sind ja alle Automatenschrott dann. Ja, Verlust, der hält sich wirklich in Grenzen. Oh, schön, alle haben Erfahrung gesammelt. Nice. Cool. Ich meine, Jen, Hauptsache Level 2 schon. Ja, das ist krass. Ja, 2 Silber. Das ist krass. Na gut, der ist mit Silber 1 hier reingekommen, ne? Mhm. Und das ist mein erster General komplett im Spiel. Also, der hat eigentlich so ziemlich jede Eroberung getätigt. Die anderen sind eigentlich immer in der Verteidigung nur gewesen oder sowas. Oder zum Support. Ach, das ist noch deine erste Armee hier, oder wie? Ja, ja. Ich hab's halt nur aufgewertet, ne? Weil die einzigen Einheiten, die wirklich geblieben sind, sind deine Hopliten. Nein, das sind Messelianische Hopliten. Messelianische. Die Steinschleuderer sind geblieben. Ach so. Doch, ein Truppenblieben ist noch mit dabei. Das ist nicht, ja, das Spiel. Kann sein. Aber kann, muss nicht ein neuer sein, also muss nicht ein alter gewesen sein, kann auch ein neuer sein. Mhm. Gut, der einzige Trupp, der wirklich hier gelitten hat, ist ein Axtkämpfertrupp und ein klein wenig einer der Leinenpanzerschwertkämpfer. Ja.
Der Axtrupp halt an dem General. Wie hieß der mir jetzt hier? Die mächtigen Ständer oder wie? Nee, die 1000 Abos. Ach so, stimmt. Die mächtigen Ständer, die gehen jetzt nach Südgallien. Ui. Besetzen. Lol, die Flotte ist geflohen? Die lebt noch? Bitte. Ja, genau, wegen dem Eintrupp, der geflohen ist halt. Ha, 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 lustig. Ach, egal. Kulturellen Einfluss. Okay. Da sind die hin. Bin ich mal gespannt, was sie da tun werden. Oh. Gott sei Dank, diese Runde habe ich keine Rebellion. Und ich brauche jetzt Geld. Oh, wo habe ich denn das Geld jetzt komplett ausgegeben? Bestimmt in der Rekrutierung, ne? Ja. So. Warum? Warum zweimal Hand... Fischerdorf Stufe 3? Boah. Soll ich das umbauen? Nee, Abriss. Das ist viel zu teuer. Kostet viel zu viel öffentliche Ordnung. So, das haben wir, das schon mal, das schon mal. Ich wollte sagen, wir beenden jetzt auf dem Part. West, Zeit ist rum. Schon wieder. Ja. Meinetwegen. Ich baue nur noch die eine Einheit hier wieder neu, damit ich das nicht vergesse. In der nächsten Folge und... Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge. Ja, hoffe ich auch. Bis dann. Tschüss.